Alle 2 Jahre findet ein Kreis-Kinderfeuerwehrtag im Landkreis Aurich statt. Da vor 2 Jahren die Kinderfeuerwehr Hage gewonnen hatte, mussten sie den nächsten Kinderfeuerwehrtag organisieren. Für die ca. 180 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren wurde eine ganze Menge vorbereitet. Yvonne Julius, das ist meine Stellvertreterin, und ihr Team hat einen Orientierungsmarsch durch Hage mit Fragen und 10 tollen Spielen vorbereitet, rund um die Grundschule und das Dorf Hage. Für alle Beteiligten spielte der Spaßfaktor eine große Rolle. Die Leistung war im Großen und Ganzen eher nebensächlich. Kreis Kinderfeuerwehrtag ist dazu gedacht, alle Kinderfeuerwehren nochmal zusammenzubringen aus dem Landkreis Aurich und denen einfach nochmal die Gemeinschaft, das Teamwork und einfach nochmal zu zeigen, hey, uns gibt's auch. Also. Nach den Orientierungsmärschen gibt es eine Siegerehrung, wo der Wanderpokal an den Platz 1 übergeben wird, sowie für alle anderen Kinderfeuerwehren ein Pokal sowie Medaillen. Schlussendlich steht fest, mit 271 erreichten Punkten gewinnt die Kinderfeuerwehr aus Holtrop. Auch Bürgermeister Johannes Trenab richtete sich noch einmal persönlich an alle Teilnehmer. Ihr habt alle den ersten Platz verdient und alleine schon, dass ihr dabei seid, das ist was ganz Tolles und dafür herzlichen Dank. Im Jahre 2019 findet der nächste Kreis Kinderfeuerwehrtag also in Holtrop statt. Bis dahin wird die Konkurrenz durch Gründung neuer Kinderfeuerwehren mit Sicherheit erhöht.